So, hallo zusammen zu einer neuen Folge Green Hell und wie versprochen, ich habe das Feuer mal angeworfen. Oh, ist das herrlich. Endlich Feuer. Wir haben sogar noch Schnecken, die wir braten können. Die noch nicht kaputt sind. Dann machen wir natürlich auch. Die Pilze hier essen wir noch schnell. Und sogar noch Ara-Fleisch. Sehr schön. Dann können wir endlich auch ein bisschen uns um die Ernährung kümmern. Wir haben noch getrocknete Blätter dabei. Wir haben noch den Handbohrer dabei, so dass wir immer mal Feuer machen können. Das ist schon sehr, sehr viel wert. Aber heute gibt es erstmal leckere Apfelschnecken. Ne? Die haben Proteine. 4 Stück jeweils. Ich glaube, die werden wir auch brauchen. Ja, Proteine sind wir relativ proteinlos. So, und dann werden wir mal gucken, was wir als nächstes bauen. Also, die Truhe wäre die sicherlich nicht verkehrt. Dass wir uns eine Truhe bauen, ist auch kein Thema. Wir haben den Lehm schon. Wir brauchen die Holzscheide dafür. Das müssen wir uns anschauen. Aber erstmal essen wir jetzt hier schön am Lagerfeuer. Und dann geht es natürlich rund. Wir müssen auch noch so vieles von der Map entdecken. Alles noch nicht gemacht, wenn wir so wollen. So, wie geht's denn unseren Werten? Ah, da muss noch mehr kommen. Kommt, lass mal gucken. Wir haben bestimmt noch einen Fisch hier drin. Ich will auch die große Fischfalle nachher machen. Ah, blöden Piranha haben wir. Aber mit der großen Fischpflanze. Fischfalle haben wir natürlich wesentlich mehr Möglichkeiten. Wie sieht Wasser aus? Ah, ist okay. Nicht bombig. Der Piranha ist größer vom Fleisch her als der Ara. Okay. Was ist denn das für ein Mega-Piranha? Weiß es nicht so recht, ne? Ach, wir haben noch Dings. Wir können doch noch. Ich esse das, dann stelle ich kurz noch her. Aber wir können doch bestimmt noch. Nein, das wollte ich nicht. Herstellen. Ein paar Pfeile herstellen. Das geht doch bestimmt noch. Ihr habt doch noch kleine Stöcke geholt, meine ich. Mal 3 Pfeile, das ist gut. Haben wir schon mal 6 Pfeile insgesamt. Halt, der ist noch roh. Ich habe gedacht, der wäre fertig. Aber der ist noch roh, der Kamerad. Ich möchte keine Lebensmittelvergiftung mehr bekommen. Okay, das sieht doch schon ein bisschen besser wenigstens aus. Haben wir noch irgendwelche Pilze, die wir essen können? Nee. Gut, die Lagerkiste. Die würde ich dann hier hinstellen. Dann lasst uns mal eine Lagerkiste machen. Weiß nicht, wo wir die hatten. Alter Seil, ja. Alter Stöcke. Können wir später alles machen. Lehmdusche, Lehmwasserfilter. Oh, der hört sich gut an. Lehmwasserfilter hört sich gut an. Aber wir brauchen die Lagerkiste. Genau hier. Lehmziegel haben wir. Danach nicht vergessen. Hände waschen, ne? Und noch ein Lehmziegel. Jawohl. Ah, herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Dann können wir nämlich schon mal Knochen hier zum Beispiel deponieren. Das ist schon mal eine Sache. Das ist schon mal gut. Wir können hier noch ein bisschen was reinlegen, was wir im Moment nicht so benötigen. Ich meine, ich muss auch nicht die trockenen Blätter mit mir rumschleppen. Wenn wir Lagerfeuer machen wollen, dann können wir das direkt daneben machen. Kohle können wir da eigentlich auch reintun, ne? Brauche ich ja, glaube ich, nur fürs Lagerfeuer. Und wenn wir eine Vergiftung haben, dann macht Kohle Sinn. Nicht kräten. Heilen tue ich mich bitte im Lager, wenn irgendwas sein sollte. Und auch noch trockene Blätter. Auch dahin. Die Kameraden.
man eigentlich mit denen machen? Herstellen. Ach, mit denen machst du die Anglerhaken. Dann machen wir uns mal ein paar Anglerhaken. Nehme die mal mit. Wir haben zwar eine Fischfalle. Ich wüsste jetzt nicht, warum wir die brauchen, aber... Mal haben, das haben wir erstmal, ne? Dann hätte ich hier wenigstens welche auf Vorrat. Wenn wir sie brauchen, dann haben wir sie da. Feder würde ich mitnehmen. Würde ich jetzt nicht abändern, wenn ich ehrlich bin. Weil Feder ist gut, wenn wir noch Pfeile unterwegs machen müssen. Und die Steine würde ich auch mitnehmen. Noch 4 Steine. Was hier? Hier wächst dieser Nussbaum. Der wächst, der ist gedüngt. Das ist schon mal gut. Wir trinken noch mal ein bisschen was. Ja, wir sollten eigentlich mal auf die Jagd gehen, ne? Ich weiß nicht, ob ich den kriege. Ja, so kriege ich ihn auf jeden Fall nicht. So kriege ich ihn auf jeden Fall nicht. Aber hier, mein Freundchen. Na komm. Oh, es ist so schön. Ich von vorne besser. Ja. Das tut mir leid. Aber ist da noch ein Pfeil irgendwo? Aber wir brauchen den. Es gibt auch eine bessere Ausrüstung, davon abgesehen. Können wir dann erstmal in die Kiste legen. Hauptsache, es gibt erstmal ordentlich Fleisch. Ah nein. Wollte schon sagen, fass ihn nicht an. Lass es. Besser ist es. So. Oh, mit dem Gürteltierfleisch. Ah, es braucht ein bisschen, bis es durch ist, sehe ich. Jetzt können wir das hier essen. Können auch von mir aus eine Kokosnussschale nehmen für Suppe. Vorausgesetzt, wir holen uns noch eine Kokosnuss. Ich baue da draus diesen Transportbehälter. Oh, der ist ziemlich groß. Ach, hier noch 2 Kokosnussschalen drin. Komm. Sortieren wir das dahin hier. Sollte das doch kein Problem sein, dass wir das Gürteltierchen noch hier reinkriegen, oder? Genau. Und hier noch 2 Kokosnussschalen. Können wir da noch Wasser drin sammeln? So. Sehr schön. Mit der Ernährung aus, okay. Brauchen natürlich noch einiges. Wir brauchen noch ein bisschen, bis er durch ist. Ja, dann lass mal überlegen, der nächste Bauplan, so lang wie der da braucht. So, das haben wir. Stockrüstung. Hier haben wir auch. Pfeile haben wir. Bambusblasrohr. Weiß nicht, ob das so. Bambusstock und Fasern. Steinsperr, Fackeln, Handbohrer. Das ist also nichts, was wir brauchen. Äxte. Fäuste, kaum Fähigkeiten. Speer auch nicht. Feuer machen. Ist ja 2-mal gemacht. Handwerk geht einigermaßen. Ihre Ausnehmen haben wir auch erst 2-mal. Bogenschießen. Äpfern, Blasrohr. Was haben wir denn hier noch alles? Lehmkamin. Kann ich da drin kochen oder was mache ich damit? Töpfertisch. Bambusscheit eint eine Kokosnussschale. Was machen wir mit dem Töpfertisch? Ich glaube, der Lehmkamin ist bestimmt wichtiger, oder? Der muss bestimmt unter so ein Vordach. Dann würde ich sagen,
Bauen wir uns seitlich noch ein bisschen an die Stelle auf, ne? Seitlich sehr wahrscheinlich. Hier noch eins. Holzscheide und. Ah, nein, das ist mir zu nah da dran. Komm. Das ist mir zu nah da dran. Da drüber ist Unsinn. Bauen wir hier an. Dann bauen wir hier an. Das ist mir schon lieber. Weil da kann ich bestimmt noch ein zweites dran bauen. Bestimmt hier noch einrasten lassen dann später. Das wäre vielleicht eine Idee. Aber was macht Fleisch? Ist gut. Ist gekocht. Achso, Hände waschen. Ah. Wieder mal vergessen, die Hände zu waschen. Aber wie sehen jetzt unsere Werte aus? Es geht einigermaßen. Okay, einen habe ich erledigt. Bin ich auch oben dran. Hier ist noch ein großer Stein. Sammeln. Da, gib mir meinen Ara. Nämlich noch Pfeile. Ach, jetzt haben wir schon wieder irgendwelche Viecher am Leib, ne? Okay. Also Pfeile haben wir jetzt ein paar. Das ist schon mal ganz gut. Das ist schon mal ganz gut. Ah, vielleicht haben wir, da haben wir die Viecher. So, weg sind sie. Okay. Stöcke brauchen wir wieder, ne? Lange Stöcke. Kokosnuss. Immer noch die Heilpflanze, die wir immer noch nicht gefunden haben, die vielleicht irgendwo nachwächst. Gucken, wo wir die finden. Ja, ich hab doch das Geräusch gehört, du blödes. Schreckliches Vieh. Ja, jetzt bin ich leicht vergiftet. Super. Ne, Holzscheite brauchen wir. Die Stöcke brauchen wir für oben gleich. Komm. Oh. Federn, wieder mal. Vogelnest ist sehr gut. Nehmen wir mit. Wäre eigentlich der ideale Zeitpunkt, um eine Knochensuppe zu machen, ne? So. Wir haben Fieber, also trinken wir. Wenn wir Fieber haben, sollte schlafen eigentlich auch eine gute Idee sein, ne? Aber ich möchte jetzt noch nicht schlafen. Ich möchte noch die Holzscheide darüber bringen. Langer Schritt. Denkt mir gerade, was ist das für ein Geräusch? Und hab gar nicht gerafft, dass der da wieder drauf sitzt. Dieses blöde Vieh. Ganz ehrlich. Es ist so nervig. Egal. Passiert. Wir sind im Dschungel. Die Vergiftung heilt ab. Das ist von denen nicht ganz so schlimm. Schlimmere. Und ich denke mal, wir werden es auch überleben. Ich bin da guten Mutes, wie man so schön sagt. Sollte halt nur nicht so oft vorkommen, weil dann haben wir echt ein Problem. Wenn es so oft vorkommt, dann könnte es schwierig werden. Ob ich lasse ihn gleich auch pennen gehen. Macht Sinn. Dann kann er sein Fieber ein bisschen auskurieren. So, zwei lange Stöcke brauchen wir noch. Da ist einer. Haben wir hier noch irgendwo einen? Ja, da ist dann noch was. So. Gut, jetzt hat er nur noch Fieber in Anführungszeichen. Nein! Ich habe dich gehört diesmal. Ekliges Etwas. Ich habe dich gehört. So, raus ist er. Alter Falter.
Dasselbe mit diesen Viechern. So. Das Gestell kriegen wir fertig. Ist da noch ein Dach drauf? Ne, wir gehen erstmal pennen. Wir gehen erstmal pennen, komm. Wir haben Fieber, wir sind krank, wir fallen fast um, wir gehen pennen. Besser ist es. So, Fieber ist auch weg. Also der hat einen Schlafrhythmus, der ist echt für die Katz, ne? Der funktioniert überhaupt nicht mehr, dieser Schlafrhythmus. Egal. Zum Glück nicht unser Problem. Sondern seins. Palmendach. Ein Feuer, wie sieht's aus? Oh, das hält auch entschieden länger. Das ist schon mal ganz gut. Wir haben noch ein bisschen Fleischstück, das können wir auch schon mal machen. Wo es gleich wieder um ist. Komm, wir legen zwei Stöcke. Drei Stöcke haben wir ja ordentlich. Ich hatte aber noch ein Stück Kohle, ne? Zwei Kohlestücke. Dann sollte das auch lange laufen hier. Ja. Sieht schon besser aus. Ja, wir brauchen wieder Nahrung. Klar. Warum auch nicht? Hier wächst noch nichts, es ist noch zu wenig. Dann holen wir jetzt die Palmen. Blätter, damit wir dann da Dach zu kriegen. Ach ja, ich brauche hin und wieder auch mal ein normales Feuer, damit ich halt dementsprechend da auch sagt mal, Asche produzieren kann. Weil die Asche brauchen wir ja auch. Die Asche brauchen wir auch. Das hilft überhaupt nichts. Damit wir den Lehmkasten weiter betreuen können. Hinten sind Pilze, die... Oh, guck mal, hier ist auch noch ein Stein. Ein großer Stein. Dann habe ich eine Idee. Großer Stein. Lasst uns eine Steinfalle bauen. Ich glaube, die war hier. Ja. Lasst uns hier eine Steinfalle bauen, weil hier laufen Frösche lang. God, I'm thirsty. Ist durstig. Kriegen auch nichts drunter, brauchen wir nicht. Ja. Trinken kann er was, alles gut. Erstmal das Blatt hier weg, das stört mich sowieso die ganze Zeit schon da. Nein! Boah, ich hasse dieses Vieh. Also das hasse ich wirklich. Es geht mir tierisch auf den Senkel. Immer wieder der Mist hier. Mit dem Fleisch. Schon gekocht, ja. Auch essen. So, so langsam kommen wir so ein bisschen ins Spiel an. So langsam funktioniert es ganz gut. Vorausgesetzt, der Tausendfüßler geht uns nicht auf den Zeiger, weil der ist echt nervig. Finde ich mega nervig, wenn ich ehrlich bin. Gerade der Tausendfüßler. So, sechs Palmenblätter. Ei brauchen wir noch. So, dann habe ich ja auch nochmal Unterstand. Sehr schön. Könnten theoretisch, glaube ich, jetzt den nächsten dran setzen. Ich will es einfach mal gucken, ob es passt. Geht das? Wir könnten drüber setzen. Ne, wir können auch dran setzen. Räder? Also es würde funktionieren. Waren jetzt mal weg, aber es würde funktionieren, dass wir da noch was dran setzen. Und da können wir jetzt natürlich auch noch ein kleines Feuer drunter machen, was wir nur nutzen zum Abbrennen von Kohle. Das ist die Überlegung gewesen. Da brauchen wir einfach das kleine Feuer hier. Mehr brauchen wir da nicht. Kann ich das hier einfach... Kann ich da nicht drunter machen? Hä, hier kann ich es hin platzieren, aber da nicht. Dann machen wir es hier hin. Komm.
Aber kleine Stöcke. Müssen unbedingt... Ah, Stöcke müssen wir sammeln. Okay, müssen auch unbedingt auf Nahrungssuche gehen. Wieder einmal, aber wir sind ja jetzt einigermaßen... Ja, gut. Ein paar Sachen fehlen, aber es ist jetzt nicht so dramatisch. Also ich sag, wir verhungern gleich. Das haben wir zum Glück nicht. Mal kleine Stöcke brauchen wir, dann sammeln wir den mal. Hatte ich schon mal voll. Und ich will ja noch den großen... Ah, genau. Die große Fischfalle will ich bauen. Weil die finde ich wichtig. Da kommt wenigstens ordentlich Fisch rein. Dass wir dann da auch, ja, eine gute Basis für die Nahrung haben. Kokosnuss. Aber hier läuft irgendwas. Da läuft irgendwas. Ich höre doch was. Eine Dreckspinne oder so, ne? Geh da erstmal weg, ey. Hast du das? Ah. Nehmen. Herstellen. Das war ein Seil und das war die Kokosnuss. Weil. Können wir Suppe machen. Sehr schön. Wir auch Tonflaschen machen jetzt. Aha. Sehr cool. Ja, das war wichtig. Das war wichtig. Ist mit unserem Wasser aus. Ist okay. Weil dann können wir nämlich jetzt auch Wasser transportieren. Ein immenser Vorteil ist, gerade wenn wir Suppe machen wollen oder so. Dann hilft uns das schon sehr. Den Holzscheit lassen wir mal liegen. Wir bestimmt noch brauchen. Ob das hier keine Spinnen jetzt mehr kommen. Es hat ein bisschen gedauert, um ins Spiel zu kommen, gebe ich zu. Aber das ist doch die Pflanze, die wir brauchen, ne? Aber es ist ja auch ein Spiel, was nicht so einfach ist. Oh, shit! Seriously? Ja, hat er wieder seine Sachen kaputt gemacht. Zweimal Stein. Einmal Holz und einmal Seil. Ich meine, das wäre jedoch hier die Heilpflanze, ne? Die wir so dringend benötigen und gesucht haben. Ja, sehr schön. Hat es gerade eine Nuss runtergefallen? Nehmen wir ein paar Fette wenigstens zu uns, weil Fette haben wir viel zu wenig im Körper. Okay, passt alles. Langer Stock, nee, brauchen wir jetzt erstmal nicht. Hinten liegen auch noch Nüsse, wenn ich das richtig sehe. Wir werden aber auch nochmal ein neues Beet ansetzen. Vielleicht kriegen wir ja auch noch Bananen irgendwo her. Ich würde gerne einen Bananenbaum pflanzen. Damit die Ernährung so ein bisschen ausgewogener ist. Aber Nüsse und Fette haben uns erstmal besorgt. Dann ist auch schon mal nicht verkehrt. Wir haben noch ein paar Pilze. Na komm, den lege ich jetzt mal seitlich. Das stört mich da irgendwie. Oh, müssen wir nach dem Feuer gucken vielleicht auch gleich. Das qualmt schon immens. Das ist bestimmt gleich... Ah, hat noch ein bisschen Platz. Okay. Aber wie gesagt, das Feuer hier ist nur zum Runterbrennen. Handbohrer benutzen, müsste der eigentlich hinbekommen damit. Die Ausdauer müsste reichen. Komm, 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 komm. Nee, Ausdauer reicht nicht. Okay, ist egal. Nicht dramatisch. Wir könnten... Ich glaube, ich mache mir mal so eine Suppe.
Knochensuppe. Hab ja ein paar Knochen gehabt. Ah nein, du solltest das nicht trinken. Mensch. Ist ja noch Wasser drin. Er sollte es eigentlich nicht trinken, aber... Er hört ja nicht auf mich. Er macht ja das, wozu er Bock hat, ne? Oh, Knochensuppe. Sehr schön. Die Heilblätter, da machen wir direkt mal zwei Verbände mit. Kann nicht schaden. Knochensuppe ist fertig. Und dann haben wir schon mal wenigstens auch Verband jetzt. Weil die Knochensuppe... Gut, die gibt... Die ist gut für Fieber und eine Lebensmittelvergiftung. Proteine, Fett haben wir drin. Energie haben wir drin. Das ist schon ganz gut. So, ich lege die Verbände noch in die Truhe. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Dann haben wir hier schon mal... Verbände. Ich weiß auch nicht, was ich mit diesen... Kann ich die zerstören? Herstellen? Sagen wir, wir können die sammeln. Lass die Kräuter mal hier sammeln. Was passiert damit? Achso, dann haben wir Fasern. Okay, sehr gut. Jawohl, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Krausi.